Moin, moin und herzlich willkommen zurück. Wir wollen jetzt gucken, wo unsere Mutter ist. Wir wissen natürlich nicht, was sich hier unten befindet. Es ist etwas. Es sind hier etwas komische Geräusche. Ist da jemand drin? Ja, Monsieur Feuerlöscher. Ein paar Mäntel. Was auch immer das für eine Box ist. Ich würde gerne davon den Deckel abnehmen oder so. Aber der ist wohl fest angenäht. Was bist du denn? So. Kannst mir keine Angst mehr machen. Einmal wieder mit dem Teddy kuscheln. Ich glaube, das kann man immer gut gebrauchen. Natürlich nur, weil es Licht macht. Nicht, weil ich gerne mit Teddys kuschel. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Das habe ich aber gesehen. Hier ist noch so eine Zeichnung. Was haben wir hier? Noch eine Zeichnung. Warum stehen die Möbel alle so weit weg von den Wänden? Das hat doch auch kein normaler Mensch bei sich zu Hause, oder? Haben wir den Fernseher. Ich bin gestolpert. Kann ich nicht zu lange am Stück laufen? Nee, kann ich nicht. Alles klar, wissen wir das auch. Sprinten geht nur eine begrenzte Zeit. Okay, können wir irgendwie den Fernseher ausschalten? Nein, natürlich nicht. Können wir hier raufklettern? Auch nicht. Doch. Was war das? Okay, also so wirklich raufkommen tun wir nun auch nicht. Beziehungsweise es ist etwas verbuggt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kann ich von hier irgendwie da rauf oder so? Nee, ich kann hier nur so hoch und dann springe ich so ganz komisch in die Luft. Und wenn ich dann in die Luft springe. Komme allerdings nie wirklich rauf auf das Sofa. Okay, hier komme ich rauf. Hier ist nicht verbuggt. Da ist jemand oder etwas in der Küche. Oh, noch eine Zeichnung. Ich höre auch einen Herzschlag. Frage ist nur, ist es mein eigener oder? Weil ich hatte auch gerade das Gefühl, irgendwas atmen zu hören. Eine Zeichnung oder so auf dem Tisch hatten wir jetzt, glaube ich, nicht, ne? Nicht, dass ich da jetzt was vergesse. Hallo? Ich hab Bock auf eine Banane. Okay, oder auch nicht. Okay, also wirklich wohl fühle ich mich hier nun auch nicht. Da ich auch nicht weiß, was das ist, was hier rumläuft.
Oh jo, erstmal Pfeife rauchen. Immer ganz gut für Babys und so. Habe ich gelernt. Ich wollte Radio anmachen. Okay, machen wir mal den Kühlschrank auf. Was haben wir da? Ostike für Kost haben wir da. Was auch immer das ist. Was haben wir hier oben? Noch mehr Ostike für Kost. Oh, da ist noch eine Zeichnung. Nein, nein, nicht aufmachen. Mach zu. Ich will nur die Zeichnung. Oder gehört die gar nicht dazu? Das in das Gefrierfach reinklettern? Nee. Vielleicht ist es doch einfach nur so eine... So ein Kinderbild, was man da an die Tür gehängt hat. Das kann natürlich auch sein. Okay, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich bekomme nicht wirklich diese Schublade auf. Zu geht super, geil. Ist was im Ofen drin? Auch nicht. Doch, haha. Ich bin im Ofen drin. So, heute Abend gibt's Babybraten. So. Boah, ist das grell. Kann wieder zu. Was haben wir hier drin? Auch nichts Besonderes. Auch nicht. Geschirrspülmaschine. Kann man nicht irgendwie... Was ist, wenn ich hier jetzt diese Schublade rausziehe? Ja, so hatte ich mir das schon vorgestellt. Okay, hier oben auf den Ablagen ist aber eh nichts. Hier halt noch diese Handschuhe. Was, wenn ich hier runterfall? Interessiert es mich nicht. Ich habe ziemlich weiche, fettige Beine, die federn den Sturz ab. Was bist du hier schon wieder? Ich habe dich doch vorhin in den Kleiderschrank gesperrt. Nein, ich habe dich nicht erschrocken, ich habe nur so getan. Keine Kinderbilder in der Küche, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir durch die nächste Tür kommen. Wahrscheinlich auch wieder irgendwas da hinstellen, genau. Was dann auch sonst, nehmen wir uns einfach mal diesen Stuhl hier mit. Das ist ja auch ein großes, starkes Baby. Dann geht das alles. So, einmal darauf. Türklinke. Wieder runter. Tür einmal vorsichtig aufdrücken. Müssen wir den Stuhl wegnehmen. Wow, das ist aber auch mies gemacht. Miese Garderobe. Okay. Oh, was klingt denn hier jetzt gerade so widerlich? Hier, komm, nimm nochmal einen dritten Fuß dazu. Und einen vierten Fuß. Damit du auch richtig realistisch aussiehst. Okay, rausgehen können wir nicht. Wäre ja auch... Naja, ist auch nicht gerade das schönste Wetter. Also lassen wir das. Ich denke mal, diese Feuerlöscher, das sind irgendwelche Leute oder so.
in der Zeichnung. Nein, 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 nein. Wow. Ich weiß auch nicht, was dieser Herzschlag zu bedeuten hat. Ist hier wirklich irgendwie was, was uns verfolgt oder so? Und umso höher dieser Puls-Herzschlag wird, desto näher ist er? Weil manchmal wird es leiser, manchmal wird es lauter. Vielleicht hilft das ja, mit dem Teddy zu kuscheln. Nee. Nicht wirklich. Oder ist das jetzt ein allgemeiner Effekt zum Stimmung machen? Oh, das gefällt mir alles nicht. Falls ich dann nochmal rein muss, kommst du zur Tür schon mal wieder. Okay, den Zettel kann ich auch nicht einsammeln. Ich möchte gerne wissen, wo meine Mami ist. Jetzt für ein Uhrengeräusch. Irgendwie hetzt mich dieses Geräusch. Das gibt mir so das Gefühl, als wenn ich jetzt irgendwie auf Zeit spiele. Oh Mann, Mann, Mann. So, Mami, ich mach schon mal deine Arbeit für morgen fertig. Okay, kann man wieder nichts tun. Unter dem Tisch irgendwas? Nein. Ich glaube tatsächlich, das macht Sinn, was ich hier tue. Indem ich mir so eine Art Leiter baue. Ja, nee, das funktioniert gut mit der Steuerung. Kann ruhig rauskommen, danke. So, nächste. Kommen wir schon rauf? Ja. Tatsächlich ist wieder eine Zeichnung. Wow. Was bist du denn, Alter? Bist du für einen Kopf, hä? Gut, im Stehen kann ich mich hier nicht bewegen, weil ich dann irgendwie offensichtlich mit dem Kopf in der Decke drin stecke oder so. Okay. Dementsprechend. So, ich glaube, wir sind tief genug. Ja, das ging. Okay, hier ist es zumindest hell. Macht dann nicht ganz so schauderige Stimmung. Im Gegensatz zu der Musik. Da ist doch Mami, oder nicht? Mami liegt im Bett und schläft. Warum suche ich die denn?
suche ich die Mutter jetzt nur, weil ich einen schlechten Traum hatte und deswegen zu meiner Mami will? Mami, ich mach Lärm. Macht gar keinen Lärm. Ach so, ja, nee, jetzt verstehe ich's auch, danke. So. Natürlich. Kann ich nämlich auch die Tür öffnen. So, und hier ist Mami. Alles wird gut. Noch ein Panda. Okay, die Kleiderschränke gefallen mir jetzt natürlich nicht so gut. Aber wir steigen jetzt bei Mami ins Bett. Komm her, Mama. Hä? Was? Hä, warum war sie dann nicht? Was ist denn das? Aber ich höre sie ja, sie muss ja hier irgendwo sein. Haben wir noch irgendwelche Zeichnungen drin? Hier nicht. Achso, da wo ich eben drin war. Okay. Mami? Was ist das hier für eine schwarze Spur auf dem Boden? Hier ist er schon wieder. Der hat doch noch irgendwas damit zu tun. Der ist böse. Ach, hier war ich doch schon. War hier nicht? Hier war vorhin die Tür zu. Ich bin einmal außen rumgelaufen. Die Kartons waren da nicht. In diesem Schrank war ich drin. Hier vorne müsste dann die Küche sein. Natürlich. Wo kommen die ganzen scheiß Kartons her? Ich bin doch eben hier lang gelaufen. Und was ist das für eine Scheiße da auf dem Fußboden? Ich hoffe, das ist nicht wirklich scheiße. Da habe ich die Schuhe gestapelt. Natürlich. Also nochmal den Weg zurück. Vielleicht guckt sie ja nur Fernsehen, die Nachrichten nachts um 3. Es kann ja sein. Gucken wir im nächsten Part weiter. Erstmal danke fürs Zusehen und tschüss.